Bleiben Sie noch ein bisschen bei mir, denn wir gucken uns jetzt Kapitäne an. So heißt nämlich ein 90-minütiger Dokumentarfilm, der seit ein paar Wochen immer sonntags im Abaton-Kino am Grindelhof in Hamburg läuft. 3,5 Jahre hat eine Filmcrew hier aus Norderstedt, aus Glashütte, 5 Kapitäne von verschiedenen Schiffen an Bord und auf Land mit der Kamera begleitet. Wir haben Regisseur und Geschäftsführer Frank Stolp und seinen Sohn Lennart, der Kameramann war, einmal besucht und festgestellt, dass sich beide mit Kapitäne einen wirklich großen Traum verwirklicht haben. Vater und Sohn Stolp von der Sam Spots and More Film- und Videoproduktion aus Glashütte haben ihren Kapitäne-Film inzwischen, wie sie selbst sagen, mindestens schon 30 Mal angeschaut. 3,5 Jahre lang sind sie mitgeschippert auf Elbe, Nordsee und den Ozean. Auf einem Containerschiff, einem Kreuzfahrtriesen, einem Katamaran und einer Barkasse im Hamburger Hafen. Sie haben 4 aktive Kapitäne und einen im Ruhestand auf Schritt und Tritt begleitet, auch im engsten privaten Kreis. In diesen 3,5 Jahren haben Frank und Lennart Stolp jede Menge schöne, traurige und spannende Momente erlebt. Am meisten gekribbelt hat es schon auf dem Containerschiff. Wenn man dann im Rotterdamer Hafen wirklich mitbekommt, wie dieser ganze Prozess des Verladens abgeht, wie durchorganisiert das alles ist, wie schnell das geht. Wenn man 7 Decks nach unten und 7 nach oben hat und einfach diese Dimensionen auch sieht, das ist faszinierend. Auch Blum und Voss war gewaltig, weil man sieht das ja immer nur von der anderen Elbseite. Und dann mal unter so einem riesen Kreuzfahrtschiff zu stehen und irgendwann das Schiff von unten anzufassen, ist auch gigantisch. Wir waren eine Woche in Manila und das ist schon ein Moloch an Stadt mit über 10 Millionen Bewohnern. Viel Armut, aber auch Herzlichkeit. Das war schon auch sehr, sehr spannend für uns. Bis zu 15 Stunden am Tag haben die Stolps und ihre 3 Produktionsmitarbeiter an Bord der Schiffe gedreht. Mit 300 Kilo schwerem Equipment, zu dem unter anderem Kamera, Licht, Ton, Kinozoom und Objektive gehörten. Die Idee zu dem Film hatte Frank Stolp, der das maritime Flair schon seit der Kindheit liebt. Eine Barkassenfahrt während des Hafengeburtstags war dann für ihn der ausschlaggebende Grund. Kurz darauf wurden 15 Kapitäne gecastet. 5 blieben am Ende übrig, die sich bereit erklärten, sich sowohl bei der Arbeit als auch im Privatleben über die Schulter schauen zu lassen. Das Vertrauen der 5 gewannen die Filmemacher durch ihre Herangehensweise an das Projekt. Wir haben die Kapitäne das tun lassen, was sie machen müssen. Und haben die einfach begleitet, haben die beobachtet, waren unsichtbar für die. Und mit der Zeit sind es auch Freunde geworden. Alle. Ja. Das Schiff mag ich, weil es erstmal hübsch aussieht. Ich kann mich immer nach wie vor daran erfreuen, so ein schönes Containerschiff. Ne, so schön voll beladen. Und wenn ich ums Schiff gehe, habe ich ein stolzes Gefühl, dass das, was ich investiert habe, von der Besatzung wiederbekomme. Die Stolps lassen in ihrem Film nur die Kapitäne selbst zu Wort kommen. Diese berichten über ihre Höhen und Tiefen im maritimen Alltag. Es gibt kein kommentiertes Beiwerk. Am Ende sind so 90 Stunden Filmmaterial zusammengekommen. 6 Monate lang haben Frank und Lennart Stolp anschließend im Schnitt gesessen, ehe Kapitäne im Herbst 2016 fertig waren. Wir haben ganz, ganz, ganz viele tolle Szenen. Und schwierig ist dann im Schnitt wirklich auszuwählen, was einem am wichtigsten ist und was auch für den Film wichtig ist und zusammenpasst. Und dann heißt es immer so schön, kill your darlings. Also da hatten wir viele Darlings. Zum Familienunternehmen Sam gehört auch noch Tochter Marie, die als Grafikerin hilft und hier gerade mit ihrem Vater Fotos für eine Kinobroschüre auswählt. Lennart Stolp macht zurzeit eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton und arbeitet seit 4 Jahren unter anderem als Kameramann in der Produktionsfirma mit. Für den Kapitäne-Film mussten die Stolps das Alltagsgeschäft 3,5 Jahre lang ruhen lassen und finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Ja, es war ein großer 6-stelliger Betrag, den das gekostet hat. Ganz öffentlich will ich das nicht machen. Wir werden das nie wieder im Leben reinholen, glaube ich. Also man muss auch mit Leidenschaft und so ein bisschen positiv verrückt sein dafür. Absolut. Der Film war eine ganz klare Herzensangelegenheit. Wir wollten endlich mal ein großes Thema angehen, einen Dokumentarfilm machen. Und das wird auch nicht unser letzter bleiben. Zu den 5 Kapitänen sind, wie Vater und Sohn beide berichten, im Laufe der Jahre echte Freundschaften entstanden.
Umso mehr hat die Stolz dann zwei bittere und traurige Nachrichten berührt. Es ist tatsächlich so, zwei unserer Kapitäne sind mittlerweile nicht mehr am Leben und gucken quasi von oben zu. Was war das für dich auch für ein Schock? Ist natürlich beeinträchtigend, wenn man noch mitten in der Arbeit steht. Das verändert auch den Film, aber wie eben gesagt, Sterben gehört zum Leben dazu und wir machen eine Dokumentation, man weiß nicht, was passiert. Noch bis Ende Juli wird der Kapitäne-Film immer sonntags um 11 Uhr im Abaton-Kino gezeigt. Auch für den August sind Vorführungen geplant. Natürlich haben auch die Stolps ihren Streifen schon mal im Kinosessel genossen. Man guckt natürlich eher aufs Publikum als auf den Film selbst. Man hat den ja auch schon ein paar Mal gesehen und guckt sich die Reaktionen an. Man weiß natürlich, hier müsste jetzt ein Lacher kommen. Hier ist die und die Reaktion so meistens, ob das dann auch ankommt. Aber meistens klappt das. In Kürze sollen auch eine DVD und eine Blu-ray erscheinen. Einmal in der Woche läuft Kapitäne zudem im Bordkino der MS Europa 2. Und im Herbst sind die Stolps mit ihrem Streifen auch zu Gast bei den Husumer Filmtagen. Auch mit einigen TV-Sendern sind Vater und Sohn über eine Ausstrahlung in Gesprächen. Denn Kapitäne können sich die beiden gar nicht oft genug anschauen.